Ihr habt im gestrigen Video fleißig abgestimmt und heute ist es soweit, denn wir werden uns gemeinsam einen sehr aussichtsreichen Titel aus unserem China Titans Paket gemeinsam anschauen. Vor allem wurde eine Xiaomi wie aber auch eine XPeng von euch besonders häufig erwähnt. Ich möchte an dieser Stelle auf die letzten Videos hinweisen, denn zu Xiaomi habe ich in den letzten Tagen bereits ein Video gemacht und bei XPeng ist das Szenario ebenfalls sehr klar. Allerdings werden wir uns im Laufe des Videos ebenfalls eine XPeng heute genauer anschauen und mal so schauen, was der in nächster Zeit so treiben soll. In dem heutigen Video möchte ich den Spieß umdrehen und nicht nur eine klassische Analyse zu dem von euch gewünschten chinesischen Titel mit euch besprechen, sondern diesen Autobauern mit zwei anderen sehr aussichtsreichen Autobauern vergleichen. Einer davon ist Bestandteil unseres Tech 33 Pakets und meiner Meinung nach auf den aktuellen Niveaus weiterhin viel zu günstig, wenn man sich hier die mittel- bis langfristige Perspektive anschaut. All das erfahrt ihr in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Bevor wir mit der eigentlichen Chartanalyse einsteigen, möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Danke an euch, denn das Resümee bezüglich meiner Single No Reasons, die vor einigen Tagen auf allen Streaming-Plattformen erschienen ist, ist bombastisch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass euch der Titel sehr gut gefällt. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an euch und danke für das fleißige Streamen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, steigen wir gleich mal in die Analyse zu XPeng ein. XPeng ist inzwischen ein sehr beliebter Titel bei euch. Ich bin mir sicher, dass hier einige von euch investiert sind. Dementsprechend ist die Nachfrage hier natürlich sehr groß. Ihr habt in den Kommentaren abgestimmt und keine Sorge, wir werden uns heute nicht nur XPeng anschauen, sondern auch einen weiteren neuen chinesischen Titel und zwar aus demselben Sektor. Ich möchte hier an dieser Stelle kurz mal auf unsere Abbildung hinweisen, denn wir haben ja unser China Titans Paket in Sektoren eingegliedert. Von Konsumgüter bis Industrie, wie aber auch Technologie, wo die größten chinesischen Unternehmen dabei sind, sind auch die E-Autos sehr relevant. Eine Industrie, die sehr aussichtsreich in den nächsten Jahren erscheint, wo eine BYD, eine XPeng NIO, aber auch eine Geely Bestandteil des Pakets ist. Und wir werden uns heute neben XPeng zum allerersten Mal auf diesem Kanal BYD gemeinsam anschauen. Wie ich finde, auf den aktuellen Niveaus ein absolut interessantes Paket, denn wir gehen hier an breiter Front davon aus, dass wir kurz davor sind, einen überzyklischen Boden auszubilden, wonach wir die allermeisten Titel mittel- bis langfristig halten können und hier natürlich von enormer Rendite am Ende des Tages ausgehen. Okay, back to topic. Wir steigen ein mit XPeng. Weiterhin eine sehr interessante Struktur. Wir wollen heute XPeng mit den anderen zwei Titeln vergleichen und am Ende des Videos definieren, welches dieser Aktien für mich persönlich aus charttechnischer Perspektive auf den aktuellen Niveaus die wohl aussichtsreichste Aktie dieser dreien eben sein soll. Wenn wir uns an dieser Stelle die Struktur von XPeng und zwar die kurzfristige gemeinsam anschauen, da sehen wir erstmal, dass das Szenario zum letzten Livestream, wo ich diesen Titel ja mit euch ebenfalls besprochen hatte, mehr oder weniger identisch geblieben ist. Was der Unterschied zum letzten Video ist, ist, dass ich XPeng hier innerhalb dieser Welle 2 Korrektur in Rot gesprochen ein etwas bullischeres Case eingeräumt habe. Und zwar müssen wir jetzt aufgrund dieser Abwärtsbewegung und im weiteren Verlauf die aktuelle Struktur, die uns eben die Information zum jetzigen Zeitpunkt bereitstellt, davon ausgehen, dass wir hier sehr wahrscheinlich eine überschießende B erwarten müssen. Warum ist das so? Die Antwort darauf finden wir in dem kurzfristigen Fraktal. Ihr erinnert euch, im letzten Video bin ich bei XPeng davon ausgegangen, dass wir hier sehr wahrscheinlich unsere Welle B komplettiert haben, wonach wir hier in den nächsten Tagen und Wochen erfolgreich in unsere nächste Kaufzone eintauchen sollten, um hier wiederum die Welle C der Welle 2 komplettieren zu können, wonach dann im Anschluss der nächste bullische Impuls hier erwartet werden sollte. Jetzt hat mich das Chart insofern gezwungen, meine primäre Erwartung zu revidieren, denn die aktuelle Struktur weist darauf hin, dass wir es hier nicht mehr mit einem klassischen C-Wellenimpuls zu tun haben können. Warum ist das so? Innerhalb einer C-Welle müssen wir immer davon ausgehen, dass wir hier eine fünfteilige Bewegung in Form eines Impulses
Impulses sehen. Xpeng hat diesen Case invalidiert. Spätestens mit Bruch dieses dynamischen Widerstandes können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir uns innerhalb der Welle 3 dieses bärischen Impulses innerhalb der C-Welle befinden können, denn der Markt ist hier einfach viel zu hoch gelaufen, damit wir es hier mit einem weiteren One-Two-Setup innerhalb der Welle 3 zu tun haben könnten. Dann haben wir eine weitere Problematik, und zwar die innerhalb dieses Fraktals. Dieses Fraktal ist möglich, als fünfteilige Struktur zu zählen. Das heißt, auch hier müssten wir davon ausgehen, dass das jetzt im Endeffekt mindestens eine A-Welle sein muss oder eine mögliche Welle 1 aus bullischer Perspektive, wonach diese Alternative greifen würde. Das heißt, durchaus denkbar, dass aufgrund dieser dreiteiligen Struktur, die gleichzeitig aus bullischer Perspektive in diesem Fall eine Welle 2 indizieren würde, es wir es nicht mit dieser B-Welle zu tun haben, sondern mit der bereits ausgebildeten Welle 2, die dann im Umkehrschluss auslöst, dass wir dieses Szenario, also diese überschießende B, nicht gewährleisten können und Xpeng möglicherweise doch bullischer ist als vorher antizipiert worden. In beiden Varianten müssen wir also davon ausgehen, dass wir hier deutlich mehr Weg zu gehen haben, selbst wenn wir uns weiterhin in dieser korrektiven Phase dieser roten Welle 2 befinden. Das heißt, in beiden Szenarien, sowohl wenn wir uns innerhalb dieser bärischen korrektiven Phase weiterhin befinden, wie aber auch im bullischen Case, die es erlauben würde, Xpeng hier eine Bodenbildung bereits ausgebildet zu haben, müssen wir zwangsläufig davon ausgehen, dass wir hier weiter Momentum zur Oberkante erwarten müssen. Das heißt, ich würde jetzt mal hier grundsätzlich ein 90%iges Retracement, was ja unser Mindestkriterium für eine Flat B-Annahme bereitstellt, annehmen, dann den nächsten Abverkauf. Sollte es überhalb der 27-Dollar-Marke drüber gehen, dann greift hier die Alternative und wir haben unseren Boden innerhalb dieses kurzfristigen Zykluses, dieser roten 1-2 bereits ausgebildet. Das heißt, wir würden deutlich krasser expandieren und hier kurz- bis mittelfristig wohl Preise jenseits der 30 Dollar hier erwarten müssen. Wie ich finde, eine absolut interessante Struktur bei Xpeng, ein sehr aussichtsreicher Titel bei uns im China-Paket. An dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz auf unsere aktuelle Rabattaktion hinweisen, denn ihr erhaltet für die nächsten Tage 20% Rabatt auf das China Titans Paket, aber auch auf sämtliche andere Aktienpakete mit dem Rabattcode DRAGON20. Ihr kriegt ihr wie gesagt 20% Rabatt und habt die Möglichkeit auch noch zuzüglich zu diesem Rabatt eben die Langzeitrabatte zu stacken und auch noch davon zu profitieren. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal gleich weiter mit dem nächsten Autobauer aus unserem Tech 33 Paket in diesem Fall, und zwar Tesla. Ihr wisst es inzwischen, Tesla für mich ein absolut bullischer Kandidat aus dem Tech 33 Paket. Ich selber bin hier auch investiert. Ihr kennt mein Portfolio mit einer meiner größten Positionen bei mir im Depot und ich plane auch definitiv im aufwärtsgerichteten Zyklus von Tesla, wo wir uns ja übergeordnet innerhalb dieser Welle 3 Annahme befinden, die uns weit jenseits der 771 Dollar Marke befördern sollte, diese Positionen weiter aufzustocken. Kurzfristig sieht das Szenario bei Tesla ähnlich wie bei Xpeng aus, denn auch hier gehen wir davon aus, dass wir uns weiterhin in der korrektiven Phase dieser Welle 2 Annahme in Rot gesprochen befinden, die uns dann am Ende des Tages innerhalb dieser Zielzone befördern sollte, wonach wir dann den nächsten bullischen Zyklus hier antizipieren wollen. Wir planen hier auch weitere Anstiege mit euch selbstverständlich zu kommunizieren. In der Alternative besteht hier aber durchaus die Möglichkeit, dass wir auch hier bereits den Boden ausgebildet haben. In diesem Fall wären wir ohnehin abgesichert, denn wie ihr seht, haben wir hier eine weitere Zielzone mit unseren Abonnenten kommuniziert. Ich persönlich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass wir hier diesen Boden bereits gesehen haben und möglicherweise nicht mehr in diese Zielzone eintauchen werden, weshalb die Alternative hier mit ganzen 40% unsererseits kommuniziert wurde, damit es hier einfach keine bösen Überraschungen gibt. Für mich persönlich besteht das Risiko bei Tesla aktuell ganz klar zur Oberkante. Dementsprechend sind wir hier bereits investiert mit einigen Positionen, damit wir den Zug eben nicht verpassen. Denn wie gesagt, übergeordnetes Chart bei Tesla sehr, sehr aussichtsreich. Meiner Meinung nach der Titel, der in den nächsten Jahren den Hauptindex, und zwar den Nasdaq 100, deutlich outperformen wird. Ihr wisst es ja inzwischen. Ich persönlich denke ja schon lange, dass das Unternehmen Tesla irgendwann mal einsame Spitze auf Platz 1 nach Marktkapitalisierung wird und dementsprechend eine Apple eines Tages hier
auf dem Thron ablösen wird. Übrigens, falls ihr mir und meiner Arbeit hier auf YouTube etwas zurückgeben wollt, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da. Okay, wir machen mal direkt weiter und zwar möchte ich es jetzt auflösen, um welchen Titel es gehen soll. Ihr habt fleißig in den Kommentaren abgestimmt. Ebenfalls ein sehr aussichtsreicher Titel. Und zwar werde ich heute zum allerersten Mal BYD analysieren. Ein sehr, sehr aussichtsreicher Titel, wenn man mal bedenkt, dass die auch sehr stark fundamental unterwegs sind. BYD, einer der größten Autobauer überhaupt, das wissen ja einige gar nicht. Die sind in China ohnehin riesig, aber auch in Lateinamerika sind die Marktführer und stehen fundamental sehr, sehr gut da. Wie das Ganze technisch aussieht, ist eine andere Sache, denn fundamentale Daten fließen ja nicht in unsere Analysemethodik ein. Dementsprechend wird es jetzt bei BYD, die ja sehr stark fundamental positioniert sind, zu einigen Überraschungen hier kommen. Denn aktuell sind wir alles andere als bullisch gestimmt bei BYD und da kommen wir jetzt auch gleich zur übergeordneten Struktur, denn wir gehen hier davon aus, dass BYD den allerersten bullischen Zyklus seit IPO dieser Aktie bereits komplettiert hat und sich jetzt mittel- bis langfristig innerhalb einer größeren korrektiven Phase dieser Welle C, der übergeordneten Welle 2, befindet. Selbst wenn dieses Unternehmen fundamental stark aufgestellt ist, gehen wir davon aus, dass wir hier eine größere korrektive Phase bei BYD erwarten müssen, anders als bei Tesla und XPeng, wo ja die übergeordnete Korrektur bereits abgetragen wurde. An dieser Stelle stellen sich natürlich einige von euch die Frage, wie können wir das Ganze schlau nutzen, um hier bei diesem Markt trotzdem partizipieren zu können und gegebenenfalls Geld zu verdienen. Wenn wir an dieser Stelle einen Blick auf die eminente Struktur werfen, also unser Einser-Chart, was ebenfalls jede Woche an unsere Abonnenten verschickt wird, da sehen wir, dass wir hier zeitnah die Möglichkeit auf einen Short Trade antizipieren. Das heißt, innerhalb dieser blauen Zone, die die 2 komplettieren soll, gehen wir davon aus, dass sich dort ein interessanter Bereich darbietet, um hier mögliche Short Positionen bei BYD einzugehen. Ich würde jetzt hier nicht einfach blind reingehen und den Markt shorten, sondern ich würde definitiv auf unsere Zielzone warten, denn da ist das Risiko überschaubar. Selbst wenn wir hier diese Zählung invalidieren sollte, es besteht ja hier durchaus die Möglichkeit auf eine Alternative, sind wir jetzt auch nochmal überzyklisch gerichtet, wo diese B einfach etwas höher abgeschlossen werden könnte, dann hätte man hier einen überschaubaren Trade aus Risikoperspektive und hätte hier einen sauberen Invalidierungspunkt bei rund 280 Hongkong-Dollar. Wenn ihr mich fragt, würde ich hier ganz anders vorgehen und zwar BYD als Hedge-Möglichkeit betrachten. Jetzt werden sich natürlich auch einige die Frage stellen, was ist Hedging überhaupt? Banken sichern sich häufig ab, indem sie zu gleichen Teilen Long-Positionen wie aber auch Short-Positionen eröffnen. Das heißt, sie profitieren in diesem Fall von beiden Bewegungen. Selbst wenn ein Szenario nicht eintreffen sollte, hat man die Möglichkeit, Gewinne zu realisieren, weil das andere Szenario ohnehin greifen muss. Und dann wartet man an dieser Stelle so lange ab, bis der Markt dann eben wieder dreht und schließt die Position entweder auf Break-Even, die einige Tage unter Wasser war, oder vorzugsweise auch wieder in Profit, weshalb Banken in den allermeisten Fällen kaum bis gar keine Verlusttage wahrnehmen. Kurze Erklärung und im Detail, wie ich hier beispielsweise vorgehen würde. Ihr müsst nicht so vorgehen, aber es geht ja um meine Meinung und wie ich persönlich BYD aktuell handeln würde. Ich würde es wie folgt machen und zwar würde ich das Ganze 4:2 aufteilen. Das heißt, ich würde sowohl 2 Positionen bei einer XPeng aus Long-Sicht positionieren. Da sind wir ja bullisch gestimmt, zumindest mal mittelfristig, auch wenn wir hier kurzfristig neue Tiefs erwarten, ist das zwangsläufig ein sehr interessanter Bereich, um hier eben auf Long-Seite einzusteigen. Und bei Tesla gilt selbiges, denn auch hier gehen wir davon aus, dass wir hier zwar kurzfristig in diese Zielzone noch reinlaufen sollten, allerdings spätestens zwischen dem 61,8er und dem 88,7er diese Welle 2 komplettieren sollten und dann wieder mittelfristig zu steigen. Da wir hier im selben Sektor unterwegs sind, würde ich es wie folgt machen. Ich würde BYD als Absicherung betrachten, hier Short-Positionen etablieren, um dann eben meine Positionen bei XPeng und Tesla abzuhedgen. Damit die Performance aber im Allgemeinen nicht zu sehr leidet, würde ich die Verteilung wie folgt bei 4:2 belassen. Das heißt, wir würden im Endeffekt mehr davon profitieren, wenn Tesla und XPeng steigt und BYD würde diese Positionen nicht zu gleichen Teilen reduzieren. Das heißt, wir würden im Endeffekt immer noch Profite ausweisen können, selbst wenn uns jetzt BYD komplett überrascht sollte und warum auch immer ein deutlich bullischerer Case
eintreffen würde. Denn unsere Performance leidet an dieser Stelle ja nur, wenn BYD nicht so performt, wie aktuell von uns antizipiert. Das heißt, deutlich bullischer wird, weil dann weisen wir ja auf Short-Seite Verluste aus, wenn der Markt hier steigt, und würde dann am Ende des Tages unsere Profite auf Long-Seite bei XPeng und Tesla reduzieren. Selbiges gilt aber auch andersrum. Falls XPeng nicht performen sollte, auf Long-Seite sind wir mit BYD abgesichert. Falls Tesla warum auch immer nicht performen sollte, wären wir ebenfalls mit BYD abgesichert, da wir ja hier mit unseren Short-Positionen Profite ausweisen könnte und unsere Gesamtportfolio zumindest mal aus dem Bereich EV nicht komplett leiden würde. Eine Win-Win-Situation hätten wir, wenn alle drei Szenarien aufgehen, wir BYD innerhalb dieser Zielzone, also auf Profitseite, realisieren könnten, unsere Shorts dicht machen können und Tesla und XPeng tiefenentspannt halten können, sofern diese Szenarien natürlich eintreffen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Like und euer Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.